Wir sehen jetzt die Finalspiele vom 39. Internationales C-Junioren-Turnier des Blau-Weiß-Langfurden. Als erstes sehen wir das Spiel um Platz 9 zwischen Rot-Weiß Essen und Omnia Nicosia Zypern. Für die Essener war dieses Spiel um Platz 9 etwas enttäuschend, denn in der Vergangenheit haben sie dieses Turnier mal gewonnen. Für Omnia aus der zypriotischen Hauptstadt Nicosia war es die erste Teilnahme an diesem Turnier. Die Rot-Weißen aus Essen begannen stark an diesem Spiel. Und sie vergaben einige Chancen. Doch dann wurde Omnia stärker und traf zum 1:0. Das 0:1 war auch der Knackpunkt für die Essener. Die Köpfe gingen runter. Und Nicosia spielte das gut aus, hier das 2:0. Hat er noch eine Chance für Essen, Freistoß und Tor, doch wird nicht gegeben wegen Abseits. Und danach machte Omnia der Sack zu, 3:0. Omnia Nicosia Platz 9, Rot-Weiß Essen Platz 10. Auf dem Nebenplatz gewann Emsland SV Meppen mit 2:1 gegen Braunschweig und endete als 7. und Braunschweig als 8. Dann hier das Spiel um Platz 5 zwischen Odense BK aus Dänemark und Bohemians Prag. Odense spielt in dunkle Trikots. Ein schöner Angriff der Dänen. Und das 1:0. Odense BK war stärker. Und hier fasst er 2:0 durch den tschechischen Torhüter Held. Bohemians kam nicht zu einer richtigen Chance, die Dänen schon. So wie hier. Schön der Torwart umspielt, doch der Ball ging nicht in die Maschen. Das war Abseits. Das 2:0 wollte nicht fallen, doch am Ende gewann Odense BK mit 1:0 und endete damit auf Platz 5 und Bohemians Prag auf Platz 6. Dann das Spiel zwischen De Graafschap aus den Niederlanden gegen Niendorfer TSV aus der Gegend von Lübeck. Die körperlich überlegene Schleswig-Holsteiner gingen schon schnell mit 1:0 in Führung. Die Superbauern, so wie man die Mannschaften des BV De Graafschap in den Niederlanden nennt, waren in diesem Spiel um Platz 3 den Niendorfer TSV
unterlegen. Das war nicht überraschend, denn Lindorf brachte mehr Körper in diesem Spiel. Ecke Niendorfer TSV. Abgepfiffen wegen Hindern des Torwarts. Größtenteilen dieses Spiels dominierte die im Blau gesteckte Niendorfer TSV. Schöner Angriff über rechts. Doch auch hier kein Tor. Es bleibt vorerst 1:0. Die meisten gefährlichen Angriffe gingen über rechts, aber auch hier kein Tor. Und hier wurde der Torhüter angegriffen. Am Ende des Spiels bekamen die Superbuben den Geist und versuchten noch den Ausgleich zu erzielen. Und kamen diese auch sehr nah, doch der Niendorfer TSV-Torhüter hält. Die Niederländer sahen, dass noch was möglich war, also sie gingen im Angriff. Und der Niendorfer Torhüter musste wieder eingreifen. Am Ende blieb es beim 1:0 für Niendorfer TSV. Damit endete die auf Platz 3 und der Graafschap aus den Niederlanden auf Platz 4. Und dann das große Finale zwischen Norwich City FC und Honved Budapest. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus die beiden Endspielteilnehmer. Endspiel zwischen Norwich City und Honved Budapest. Ein wunderbar schönes, buntes Bild. Norwich City FC, die Kanarienvögel genannt, ist ein Verein aus der englischen Stadt Norwich und besteht schon über 100 Jahre. Sie wurde in 1902 gegründet. Die erste Mannschaft ist dieses Jahr aufgestiegen in der Premier League, also das höchste englische Niveau. Honved Budapest, mehrfacher ungarischer Meister, ist auch ein alter Verein. Sie bestehen 110 Jahren, wurde in 1909 gegründet.
Ich wünsche ein schönes Spiel. So, das Finalspiel hat begonnen. Und die Engländer bekamen gleich eine Chance, doch gut gerettet durch den besten Torwart dieses Turniers. Norwich City FC, sehr eindrucksvoll in diesem Turnier, war auch in diesem Spiel stärker. Und wiederum eine Chance, doch erneut der tolle Torhüter. Schöner Angriff. Unglücklicher Abschluss. Die Engländer dominierten das Spiel. Normalerweise wurde die Spiele in 1x30 Minuten gespielt, doch das Endspiel in 2x15 Minuten. Jetzt die zweite Halbzeit. Und Norwich machte weiter, womit sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Angriff über links. Dann macht es alleine 1:0 für Norwich City. Ein mehr als verdienter Führung. Und aufgepasst. Der Torschütze zum 1:0, der Usain Bolt aus Norwich City. Was ist der Junge schnell? Geht der Ball vor, aber nicht genau genug. Doch sehr eindrucksvoll, wie der junge Mann mit Nummer 9, der Torschütze zum 1:0, wie schnell er ist. Freistoß Norwich. Doch im Tor steht ein guter Torhüter. Norwich wollte mehr. Toller Solo, aber auch er trifft auf der Torhüter. Fast zu Ende das Spiel. Und es ist zu Ende. Norwich City FC gewinnt der 39. C-Jugendturnier von Blau-Weiß Langförde. Verdient. Sie haben dieses ganze Turnier eindrucksvoll gespielt und auch im Finale. Es war wie gewöhnlich ein schönes Turnier mit guten Mannschaften. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Eure Niederländer.